Oh ja, Leute, ich bin der Bruger und ich mache mal kurz ein bisschen leiser hier, weil Musik, wissen wir alle, in solchen Spielen ist das... Oh, die Hose ist gerissen. Die Musik ist das Beste bei solchen Spielen. Eigener Cursor, wer braucht so einen Scheiß? Schwierigkeit Hobby, ist okay. Ja, das ist... wie heißt das Spiel nochmal? Mindsnares. Und von Alice's Journey, das ist von Artifex Mundi, das ist ein sehr toller Entwickler aus Polen, die machen meistens solche Spiele, genau solche Spiele. Hab jetzt auch sowas mit den Big Fish Spielen zu tun, ihr wisst schon, die Hausfrauengruppe wird hier abgegriffen. Und ich habe mir gedacht, was die können, kann ich auch. Also wenn die solche Spiele für Hausfrauen produzieren, dann kann ich auch die Hausfrauen hier ansprechen. Damit habe ich genau die richtige Community bei mir auf dem Kanal. Also ihr, euch, ihr seid ja alle Hausfrauen, vermute ich jetzt mal, sonst würdet ihr euch das nicht angucken. Ich wollte eigentlich We Are Billions spielen, aber We Are Billions läuft nicht auf dem Lappy, das geht gar nicht. Ich habe meinen PC immer noch nicht wieder, ist große Moppelkotze, aber was soll ich machen? Und Silent Descent habt ihr vielleicht gesehen, das hängt sich einfach auf, es lädt nicht mehr. Also es ist die Early Access und deswegen denke ich, da kommt noch was. Ich werde es weiter spielen, wenn es fertig ist. So. Kann ja nur noch Jahre dauern bei Early Access. Ihr wisst ja alle, wie das läuft. So, wir spielen jetzt mal neu. Muss ich jetzt ein neues... Ich kam im Intro jetzt, es kam jetzt diesmal nicht beim zweiten Mal starten, warum auch immer. Ich bin auf Hobby und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem grandiosen Spiel. Vor 2 Jahren, ja, hat man ihr ein Stück Hirn entnommen, so wie sie aussieht. Dann. Musst du nur die Seite abstreichen, dann bin ich fertig. Oh no, not again. Brad can't make the client meeting, so you'll need to go to Seattle. But... I'll be on vacation. Then make it quick. Now I have to go to Seattle right away. Oh, Jack, I can't stand this job anymore. Then quit, Alice. You have your own dreams. But I'm afraid to start again. Why are you leaving me here? What is this? Guck mal, sie hat unterschiedlich große Füße. Was ist da los? Ja, wie gesagt, ein super schönes Spiel. Ihr habt schon gesehen, ihre Träume sind natürlich, Wimmelbildmeisterin zu werden. Wir werden ihr dabei helfen. Mit interaktiver Hilfe. Ja, bitte. Ja, ich spiele doch nicht auf normal oder sowas. Ich will das hier stressfrei durchspielen und natürlich die grandiose Geschichte genießen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich bei mir auf dem Kanal, aber... Naja, klick auf das Tagebuch, um es zu nehmen. Dann kannst du sehen, was geschehen ist. Okay, finde eine Fluchtmöglichkeit. Sieh dir die detaillierte Notiz für das ausgewählte Ziel an. Detailliert, natürlich. Ja, komm, scheiß drauf. Machen wir jetzt einfach mal. Oh, guck mal, das ist doch sehr detailliert. Es geschah in der Nacht, in der mein Boss wollte, dass ich kurzfristig eine Geschäftsreise übernehme. Ich dachte an den Urlaub, den ich verpassen würde und meine Familie, als mich plötzlich das Gefühl überkam, jemand würde die Kontrolle über mein Lenkrad übernehmen und mich von der Brücke manövrieren. Ich dachte noch, jetzt ist alles vorbei. Dann erwache ich an diesem seltsamen und beunruhigenden Ort. In meiner Hand ist eine rote, pulsierende Linie erschienen. Ist sie lebendig? Ja. Sie zeigt mir den Weg, so als hätte ich eine spirituelle Verbindung zu ihr. Sagt sie mir die Zukunft voraus? Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht mehr. Aber ich habe das Gefühl, dass noch jemand anders hier ist und mich beobachtet. Oh Gott, dieses Kinderlachen. Wie kann sie das aufnehmen, wenn sie... Okay, ich meine, ihre Hände sind offensichtlich doch nicht gefesselt. Also, nicht richtig. Sie hat sie ja hochgehalten. Aber warum sollte man ihr die Beine fesseln, aber nicht die Hände? Oh, das macht sie mit ihrer telekinetischen Kraft. Sie hat keine schönen Füße. Da ist die Zukunft, genau. Ja, solltest du dieser seltsamen Linie folgen. Also wie gesagt, das sind immer solche Hausfrauenspiele hier. Ja, ich weiß, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an. Aber es ist wirklich Tatsache. Also die wollen da wirklich Hausfrauen mit triggern. Schaffen sie offensichtlich. Und mich natürlich auch so ein bisschen. Oh Gott, das ist... Oh, mein Herzchen. Es ist so gruselig hier. Oh, jetzt geht's los. Jetzt genau das, die Quintessenz von Wimmelbildspielen haben wir hier.
Aber ich werde das Beste daraus machen, wenn ihr Bock drauf habt. Lasst mich gerne wissen. Ich denke, ich weiß, was hier fehlt. Ja, etwas mehr Hirn. Wahrscheinlich kann ich das hier vervollständigen. Ich kann es nicht mal selbst malen. Haus von Nikolaus. Was war das jetzt? Ein Haus. Ja. Das hätte ich auch sofort mit dem Haus assoziiert, was das war. Was? Dieses Problem löse ich, wenn ich den Stöpsel ziehe. Oh, ein Fisch, ein Fisch. Warte mal. Wasserhahn, Haartrockne. Finde ich auch geil. Die sind immer sehr gut übersetzt, diese Wimmelbildspiele übrigens. Man ist noch ein bisschen leiser, aber mir geht das so ein bisschen an. Oh, die Hose ist gerissen. Huch, schon wieder. Naja, mir geht so ein bisschen auf den Nerv, diese Geräusche. Ehrlich gesagt. Die Stimme finde ich ganz gut. Die kann man lassen. Ja. Ihre und die des komischen Viechs da. Oh. Okay. Ich bin mit allen Hilfen, ist mir so egal. Oh Gott, jetzt muss ich wieder suchen. Ich liebe das hier. Rasierer. Ja, vielleicht. Ich bin wieder ganz buschig. Die Frau. Oh. Sonnenbrille. Ist das eine Lesebrille? Ein U-Boot. Da. Die Blue Submarine. Wer kennt sie nicht? Oh ja, ich liebe sowas hier. Nee, ich spiele sowas echt ganz gerne mal zur Entspannung. Hier ist ein Tee. Hier noch das Tee. Ach, will sie nicht. Wasserhahn, Bandage. Die habe ich doch gesehen. Da. Flipflop. Ich weiß auch nicht, was das anspricht in manchen Frauen. Also wirklich, es soll ja wirklich ganz speziell für Hausfrauen geschmiedet sein, sowas hier. Aber ich frage mich, was spricht Frauen darin an? Sachen aufräumen. Welche Frau räumt schon gerne auf? Das ist genau wie bei Männern, die räumen nicht gerne auf, Kinder. Ich kann es mir nicht vorstellen. So. Ein Pferd. Das Pferd. Ich sehe kein Pferd. Doch. Er sagt doch gleich, dass es ein Springer ist und kein Pferd. Kein richtiges. Wie gesagt, also manche sind super toll übersetzt. Ich finde das immer sehr ulkig. Skalpell ist bestimmt hier der Rasierer, hä? Nee. Warte mal. Wasserhahn, Buchstabe und Skalpell. Das sieht immer noch aus wie ein T, aber ist nix. Ist das U-Boot? Nee, das haben wir ja schon. Wasserhahn. Wo ist hier ein Wasserhahn? Da. Reißt jetzt einfach mal aus der Montur da. Nee, auch nicht. Was zum Geier? Ich soll mal einen Tipp. Was ist da? Das soll ein M sein. Ja, genau. Ein Buchstabe. Habe ich jetzt richtig erkannt. Na, ja, wir können gleich den nächsten Tipp. Guck mal. Ah, da ist das Skalpell. Okay, cool. Das soll der Wasser. Der Wasserhahn ist mehr so ein Griff. Ach komm, scheiß drauf. Das ist doch kein Wasserhahn, das ist nämlich genau das, was ich meinte. Das ist ein Griff zum Aufdrehen. Das ist ein Wasserhahn. Warte mal. Ja, korrekt. Na gut, ein Schlüssel für. Aber es ist kein richtiger Schlüssel für ein Schlüsseldingens, sondern für einen Kasten wahrscheinlich eher. Also nichts für. Warte mal, hier oben vielleicht. Hier ist auch. Oh, geht schon auf. Den Griff und das. Mit Sicherheit steckt etwas hinter diesen Fliesen. Die fiesen Fliesen. Geldtasche, Geldbörse. Meine Geldtasche! Was habe ich gesagt? Wo kommt die her? Idee für Visitenkarte. Es, Buchladen und Café. Die Visitenkarte meiner Träume, wenn bloß. Hier geht es nämlich um Träume. Weil jede Hausfrau ja davon träumt, irgendwas außer ihres Hausfrauendaseins zu machen. Ja, auch logisch. Ich meine... Jede Frau heutzutage ist ja nur Hausfrau, wie man es kennt. Die haben jetzt sonst nichts. Zick, oh, eine Puppe. Hasse Puppen, Leute. Aber ja, ganz ehrlich, das ist ein wandelndes Klischee, diese Spiele. Ich will mich jetzt nur darüber lustig machen, dass das so durch den Kakao gezogen wird. Nicht über Hausfrauen selbst. Ich bin ja selber so ein halber Hausmann, ja? Daher, alles gut. Maggies erste Generalprobe. Oh Gott, dieses Kind. Der Teufel. Das hatte ich während des verspäteten Flugs verpasst. Ja, jetzt wirft sie sich das alles vor und dann. Oh. Okay. Bild hier. Muss man was Dreieckiges finden, ja. Lass das mal einrasten, das ist besser. Kenn mich aus, ja. Ich bin Profi. Wimmelbildmeisterin bin ich. So, was haben wir hier? Aha. Also wie gesagt, ihr könnt mir schreiben, was ihr denkt. Wie gefällt euch der Quatsch? Wie gefällt euch dieses tolle Spiel hier? Ich werde es natürlich durchziehen müssen, weil es gibt sonst nichts, was läuft auf dem Lappy. Also ich hoffe, ihr habt Spaß mit mir. Ich werde es leider nicht ganz ernst nehmen können, falls ihr das hofft. Ich kann sowas nicht ernst nehmen. Das ist halt ein Wimmelbildspiel und das ist leider sehr... Ja, ist ja einfach gestrickt, sagen wir es mal so. Ah,
This doll is dressed like me. Miststück, die trägt meine Klamotten. Oh nein! Kleine, ich gebe ihr mal eine andere Puppe. Ja. Es geht sehr viel um Putzen, Sachen sammeln und Puppen. Glaubt mir, das ist immer so bei diesen Spielen. Immer. Weil, ich meine, das lässt doch jeder Hausfrau ein Herz höher schlagen. Also, jede Hausfrau das Herz höher schlagen. So. Wenn sie aufräumen darf, Puppen sammeln darf. Oha. Who are you? Was habe ich? Oh, ein Hämmerchen. Ein Hämmerchen. Übrigens ganz untypisch. Normalerweise findet man immer nur Schwämme und Staubwedel und man kann sie aber auch nicht irgendwelche Schränke öffnen, weil es ein Spinnenweben vor, dann fasst sie das nicht an. Ist immer dasselbe. Aber ich meine, offensichtlich verdienen die ganz gut damit, sonst wird es so Spiele nicht immer wieder geben. Oh, das mache ich gerne. Das mache ich gerne. Einem diese komischen Hackfressen da anordnen. Kommt mir bekannt vor, aber wo sind die fehlenden Teile? Ich habe eins. Check, check. Die fehlende Teile. Oh nein, muss ich jetzt noch mehr finden? In Stücke gerissen. Warum willst du immer dieses scheiß Notizbuch öffnen, bitte? Danke. Mach das nicht. Ich habe der Schmetterling. Das arme Ding, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ja. Deswegen lass ihn einfach drin liegen und ertrinken. Ist schlimmer, als im Büro gefangen zu sein. Ach, je nachdem, ne? Hier noch was drin. Muss ja, ne? Ah. Guck mal. Hammer und Meißel. Tack, tack, tack. Jetzt haben wir den Fingernägeln abgekratzt. 12.9? 12.9.10? It's the month and day of my birthday. Maybe it's just a coincidence. Am 19.12. hat sie Geburtstag. Das wird mir aber ganz schön stinken, du. Mach doch nicht immer diese scheiß Notizen auf, bitte. Danke. So. Aha. Oha, das ist ein bisschen anstrengender, als ich denke. Nee, gar nicht mal. Eigentlich nicht, nee. Man muss nur nichts beachten und eine Reihenfolge einhalten. So, ne? Perfekt. Das ist der Vati. Vater. Oh, das war jetzt nicht so. Was könnten hier unten? Das ist eine Halskette noch. Das da? Oder müsste das hier sein? Nein. Ist ein bisschen seltsam anmutend hier. Oh ne, das ist schon richtig so. Shit. Lass hier ganz unten hin. Sind die das schon guckt, ey? Oh. Nein. So, haben wir das. Wo ist das Gesicht? Braucht dein Gesicht. Ach, voll das Grinsen hier. Ah, es ist so horrormäßig. Ich finde das voll gruselig, genau. Ah, es ist gruselig. Soll ja mal ganz lieb und süß sein. Und das ist ja alles handgezeichnet. Nein, das war falsch. Er hat mal alles handgezeichnet hier. Sein Gesicht sieht leider nicht so aus. Ich dachte schon. Ah. Guck ganz oben hin, warte mal. So, ne? Ja, das Blag. Sich an. Ich dachte, die muss man auch richtig drehen, aber die richten sich automatisch ja so aus. Ach, guck mal. Sieht aus wie so ein Bildnis des Horrors. Wow. Ah. Furchtbar, furchtbar. Das Kind. Ja, es soll wohl gruselig sein, aber ich finde es jetzt ehrlich gesagt nicht sehr gruselig. Es ist halt, wie gesagt, Wimmelbild. Mit Schmild. Nee, das war jetzt genau falsch. So. Geht eigentlich besonders lang sowas hier. Also es ist immer so ein bisschen, aber so 2, 3, 4 Stunden, wenn man sich beeilt. Also. Warum gehst du irgendwann ins Notizbuch? Egal was ich mache, es geht ins Notizbuch. So, ich glaube, wir sind fertig hier. Gut. Ja, Sequenzen, da mache ich mal lieber aus. Ist ja spannend. I don't think so. I hope this is the way out. Ja, springen. Ist nur metaphorisch. Der Abgrund. Und deine Füße genauso. Ich
Please, let me go! Wie bunt sie wieder aussieht. Es ist halt immer so, es darf nie ein bisschen gruselig sein. Es muss immer bunt und süß und hübsch. Eine Hälfte fehlt ihr. Ich weiß, wie das ist. Ja, genau. Sie ist so empathisch, sie kennt sich überall aus. Hallo Mama, ich komme bald zu Besuch, versprochen. Ich muss meinen Frust über die Arbeit loswerden. Ich hasse sie. Mama hasst sie. Und, oh, und bitte kein Wort zu Papa, dass du die Arbeit hasst. Und der Patriarch, der ist dann immer böse, wenn sie meckert über ihre Arbeit. Meine Abschlussfeier. Was wurde aus den Hoffnungen und Träumen? Unser Hochzeitsfoto. Ich vermisse ihn so. Wen, ihren Liebhaber. Und ihren Mann offensichtlich nicht, weil sie sagt ja, sie hasst die Arbeit und hat keine Träume mehr. Der Mann hat ihre Träume zerstört. Die kleine Figur oder eine kleine Figur fehlt. Habe ich nicht. Ah, es ist ja immer so. Furchtbar, furchtbar. Eine stehengebliebene Uhr geht zweimal täglich korrekt. Ach, Miss Smarty Pants. Ist ja der Wahnsinn, was die uns hier für Lebensweisheiten auftischt. Ja. Weiß ja nicht. Frag jemand nach dem Weg. Ich ja machen. So, meine Handtasche. Wie kommt die hierher? Was? Alice Dahl. Und ein Rädchen. Kann ich die übrigens rüberfischen? Wahrscheinlich brauche ich einen Besen oder sowas. Oder einen Handfeger. Würde passen. Das würde passen. So. Ja, ich weiß, wie das ist. Rädchen. Ein Rädchen fehlt. Nein. Gonna catch them all, die ganzen Rädchen. Also nochmal, sorry, ich kann es hier nicht ernst spielen, Leute. Es ist halt leider... Es ist, was es ist. Jetzt ist das schmutzig. Ich übertreibe nicht, wenn ich euch sage, was hier Tacheles, ne? Sag ich das. Rohklammer. Denk nach, Alice. Denk. Ich will wie Mary Poppins darüber fliegen. Is the way back home. At least that's what I hope. Oh, ihr Handtisch hier. Kann ich ja bestimmt einen Ja, genau. Oh, die hat die Waffen einer Frau, ne? Reißverschluss, ich sollte sie reparieren. Oh! Man weiß sich ja zu helfen, nicht wahr? Jetzt auch so aufgefummelt, nur mal so. Hättet ihr auch, hundertprozentig. Und ich weiß, dass ihr Frauen seid auch. Und dass ihr auch das so hinten. Ne, ist egal. Muss ich euch nicht erzählen, ne? Dass hier Frauen so ein bisschen im falschen Licht dargestellt werden. Driver's License, jetzt Alice der All. Aber sonst habe ich alles vergessen. Ja, ich habe kein Auto mehr. Hm. Vielleicht, weil Frauen ja kein Auto fahren können. Nochmal. Ihr wisst, ich ist nur Spaß. Ich würde nie... Nein. Jetzt habe ich schon die Immersion zerstört, weil ich sowas sage. Ist das schmutzig? Ah, komm, wir wischen das mal weg. Hätte man auch mit den Händen machen können, weil offensichtlich sind ja keine Spinnen da, aber... Gib den korrekten Code ein. Klick auf die Pfeile, um den korrekten Code einzustellen. Ich weiß gar nicht, was für ein Code das sein könnte. Haben wir vielleicht irgendwas gefunden, was uns auf den Code hinweisen könnte? Nein. Wir gucken uns mal weiter um. Und wir brauchen noch ein Rädchen. Hier brauchen wir was für die Figur. Ich würde sagen, ich hau die mal kaputt. Ach, das geht ja geil. Es gibt sicherlich eine friedlichere Lösung. Ach, naja. Hm. Frauen und Gewalt. Wird ja nie passen, das geht ja nicht. Das können wir nicht. Oh, das ist Zeitverschwendung. Das Rädchen in seinem Rücken ist Zeitverschwendung, wenn du meinst. So. Dann machen wir mal 1, 2, 9, 1. Oh, das ist natürlich... Das ist ja kompliziert. Hm. 1, 2, 1, 9, nicht 9, 1. So, warte mal. Das verstellt nämlich auch das hier. 1, 2, 1, 9. Ja, es ist sehr schwer, muss ich sagen. Ich bin überrascht, dass ich das so schnell gelöst habe jetzt. Unglaublich. Aber souveräne Wimmelbildmeisterin kann ich natürlich sagen, dass ich das im Schlaf drauf habe. Yes, he told me you would come. You have many questions, don't you? Well, only you can find the answers. Wo ist der Herd? Wo ist das Putzmittel? Und wo kann man hier shoppen gehen? A new one must be found. It won't be easy, Alice. You must defeat your demons. Please help. My throat is so dry. Also ja, schade. Schade. Die alte Frau.
Stimmt, eine Metapher. Es gibt einen alten Trick, um diesen Riegel zu öffnen. Natürlich mit meinem Führerschein. Ist der laminiert? Sonst geht es ein bisschen schwierig. Na gut. Wird zum Stift gezogen aus dem Kaugummi-Automaten, weil Frauen können kein Auto fahren, wie ihr wisst. Mit Kleber kann ich das reparieren. Ja. Man hat es ja gesehen, sie ist von der Brücke gefallen. Hallo? Ist ja, denke ich mir nicht aus. Das Spiel diktiert uns ja, dass es so ist. Nein, ist los. Könnte man auch mit ein bisschen Gewalt rausziehen, nur mal so. Nur mal so. Denn hier, bin ich noch im Krankenhaus? Ja, natürlich. Guck dich doch mal um, sieh doch. Oh, wenn ich diese Leuchtkäfer fange, könnte ich einige Dinge erhellen. Ist sie. Please help. My throat is so dry. Das ist aber Pech. Ich meine, wäre sie eine gute Hausfrau, was sie offensichtlich nicht ist, ja. Hätte sie immer was zu trinken dabei. Immer eine Erfrischung, ein Pfefferminzbonbon, irgend sowas. Hat sie nicht. Ja, Alice, also. Weißt du, musst du dich nicht wundern, warum du hier bist. Achso, warte mal, ich habe ein Glas. Glasscherbe. Ah, natürlich geht's damit. Muss ich ja nur zu helfen wissen. Ah, dass ich meine Nagelfeile nicht dabei habe. Das wäre ja grandios. Hätte sie jetzt eine Nagelfeile dafür benutzen müssen. Aha. Eine Pinzette. Und natürlich komme ich damit nur an das Rädchen ran. Ja. Ja. Was ist das Rädchen? Nimm doch das Rädchen gleich mit. Bitte nehmen Sie den Artikel mit. So. Ändert sich nichts. Diese Klugscheißerin mit ihrem zweimal täglich geht eine Uhr korrekt, wenn sie stehen bleibt. Ja. Alice. Wissen wir alle. Ist das älteste Rätsel der Welt. Welche Uhr geht richtig? Die 5 Minuten vorgeht, die 10 Minuten nachgeht oder die stehen bleibt? Oder welche geht am genauesten? Ja. Eigentlich Schwachsinn, weil die beiden, die vor oder nachgehen, wenn man das weiß, dann sind sie ja auch richtig, weil man kann sich immer danach richten, aber ist egal. Natürlich. Naja, so, kann ich dir mit Meißel vielleicht helfen? Dein eigenes Blut? Nee, man hat sich meine tollen Ideen bezahlt. Ach, sie ist so lustig. Die ist so lustig. Alice, du bist so lustig. Ach, guck mal, hier ist natürlich wieder ein Püppchen. Natürlich. So, bitteschön. Zack. Alles klar. Mitternacht. Oder? Ja. Ja. Aber ganz ehrlich, das ist, auch wenn ich mich ein bisschen mal lustig mache, mir macht sowas komischerweise sehr viel Spaß. Ich weiß auch nicht, wie es euch geht. Aber ich habe immer so ein bisschen Spaß an sowas. Nicht, weil ich dann die ganze Zeit dieses einseitige Bild von Frauen verulke. Und ganz ehrlich, es ist halt sehr einseitig. Denken die wirklich, Frauen sind so doof? Denken die wirklich, Frauen können nur putzen und sauber machen und ihr Tränke rumtragen für andere? Nein, sehe ich eben nicht so. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, dass ich eben so denke, wie ich mich hier äußere die ganze Zeit. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall, weil meine Freundin ist auch sehr patent. Kann das alles, was ich kann, ist nur nicht so stark. Das ist der einzige Unterschied. Aber sie kann das im Prinzip auch. Da fließt Wasser durch. Ach, habe ich noch gar nicht angeguckt, ne? Ach, schön. Was sagt denn die Uhr? Ich würde sagen, wir lassen es mal gut sein hier. Wenn ihr noch Spaß habt, dann schaltet auf jeden Fall wieder ein. Ich würde mich echt über ein Däumchen freuen. Das oder das, wenn ihr denkt, ich bin frauenfeindlich, ist mir scheißegal. Bin ich ja auch irgendwie ein bisschen, wenn ich das hier spiele. Weil das zeigt ja so ein Bild, ne? Wie gesagt, ist nur Spaß, aber müsst ihr wissen. Wenn ihr euch trotzdem unterhalten lassen könnt durch sowas, dann bin ich sehr froh, wenn ihr wieder einschaltet. Und wir sehen uns wieder zu Alice's Madness. Hinter den Spiegeln. Die Frau, die putzt hinter... Die Frau, die Spiegel putzt. So. Perfekt. Alles klar, danke fürs Zusehen. Tschüss.